Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu South Park The Fractured But Whole, wo wir jetzt gegen Corey Heyman treten im Casa Bonita. A.K.A. Michael Jackson. Niemand wird gerne besiegt, Schamona. Oh Gott. Mit Corey Heyman können wir nicht verlieren. Was zum... Geh zurück! Alter, was geht jetzt ab? Zeigen wir den älteren Kids, wie viel Spaß wir haben. Auszeit! Okay. Ja, ich weiß nicht, was Michael Jackson so für... Was hat denn der für Angriff? Details? Dies ging alles immun. Der gefürchtete Geist ist Pop. Kann zwei Aktionen pro Zug ausführen. Weiche seinen tödlichen, langsamen Attacken aus, die Gegner wiederbeleben und dein Team Schaden zufügen. Okay. Gut zu wissen. Dann, ruf da, ne? Hey, was soll ich den Eltern erzählen? Dass du ein Arsch bist und deine Party scheiße war. Ach komm, wie uncool. Wäre eine Maßnahme. So, damit erwische ich die. Heiler. Na, lass mal. Setz mal erstmal auf, Kollege. Ach, ein Wunderarsch, hä? Warum nicht? Jo, und so werden die alle weg. Und auf X 200. Finde ich besser so. Oh nein, ich gebe dir ein Küsschen drauf. Ich diene höheren Mächten. Ja. Erstmal hier. Lobe Satan. Was? Versperrt den Kuhn, nicht den Wunderarsch. Ach, Kuhn, halt Maul. Ach, du! Ich bin euch keine Hilfe, Brüder! Ach, wehe dir! Ernsthaft. So, Senior Mysterion. Kommen wir zufällig soweit? Nein, genau nicht. War ja irgendwie absehbar. Machen wir den. Angriff aus dem Hinterhalt! Ja. Du tust meinen Freunden weh, Schutzengel! Sie haben dich verzaubert, Karen. Sie sind Vampire. Schutzengel, hier soll auch Aua. Nichts passieren. Wer will spielen? Chamon. Als würde er gehen, aber auf den Mond. Langsame Attacken also, ja? Zeig keine Schwäche. Alter. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Puh, gut, viel Auswahl haben wir eh nicht. Damit wäre die weg. Und den Heiler, den müssten wir eigentlich als erstes wegmachen, ne? Oh, cool. Kinder, lasst uns lieb zueinander sein. Los geht's, Furzlaut. Der ist immun dagegen. Dann setzt die zumindest mal eine Runde aus. Ist ja auch mal was. Eigentlich würde ich eher den Heiler aussetzen lassen, aber da wird nix. So. Und jetzt darf ich. Und damit setzen wir fast alle den Gar aus. Der hat 5500. Ich weiß nicht, wie viel er nachkommen lässt, aber... Ich will tatsächlich erstmal fast alle ausschalten. So, die hauen schon mal ab. Die setzt als nächstes aus. Das heißt, die können wir erstmal lassen. 185. Und, tot. Ich räche dich, Kind. Nicht meine Schuld, dass ich euch alle hasse. So, dann noch ein Schild für uns. Ah, eigentlich hätten wir auf Mysterium gehen müssen, ne? Scheiße. So, die setzt aus. Ich habe schlechte Nachrichten zur Unsterblichkeit. Ja. Oh, Kinder, das macht doch dann keinen Spaß. Weg. Spielen wir. Ich will nur tanzen jetzt kommt und Spaß er. Haben.
Wo? Das Wiederbelebung, ist Krümpels, ne? Ihr Bastarde. Ist nicht so gut. 206 nur. Ja, keine Wahl. Sonst geht nix. Du stehst da wohl echt drauf. Versau das nicht, Blödsack. Alles klar, ich hau ab. Und dann so. Ah, fühl mich verdrückt. Lass mich, fick die Scheiße. So, Kenny ist sowieso so gut wie raus. Dann müssen wir jetzt leider Cartman schützen. Gib's mir! Und der ist weg. Wobei, Kenny kann auch rausgehen, ne? Cartman nicht mehr. So, jetzt wäre sie nochmal. Dann nochmal auf uns. Krieg ich als nächstes? Die Mächte der Lähmheit siegen niemals! Wenn wir ihn jetzt hier rüberziehen, stehen wir wieder drinnen, ne? Das ist auch doof. So geht er auch darüber. Der zieht dann einen nach da. Dann wäre Cartman safe, aber Kenny ist dann raus. Fuck, 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 fuck. Fucky, ficky, fucky, fuck. Wenn wir so machen, kriegen beide aufs Maul. Müsste sich Kenny wieder opfern eigentlich, ne? Das Problem ist, egal in welche Richtung ich ihn hole, er wird die da wiederbeleben, die drei. Ganz ehrlich, dann können wir auch den größtmöglichen Schaden anrichten. Oder warte mal. Was war das für ein Zeug? Vampir, irgendwas? Wo ist es denn hier? Das Teammitglied erhält Lebensrauf und Angriffsverstärkung. Ha! Gucken, was es bringt. Ich fühle es. Überall. Das Kämpfen ist so ignorant. Danke, dunkler Retter. Ja, und schon stehen drei wieder. So, ich bin wieder ultimativ bereit. Ist nicht wieder geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Ja, ja, alles gut. Guck mal, wenn du dich jetzt hier hinstellst, ne, dann müsstest du ja... Ach, du kannst gar nicht alle erwischen. Scheiße. Wenn wir LB nehmen, erwischen wir alle. Ich bin ja noch ultimativ. Also alles gut. Haben die ein Schild? Die haben alle ein Schild. Ja, leck mich am Arsch. Wenn das vorbei ist, gehe ich nach Hause und knalle so richtig die Tür zu. Auf sie, Wunderarsch. Okay, also Hauptziel ist definitiv Corey Haim. Entschuldigung, nicht Michael Jackson, sondern Corey Haim. Niemand wird gerne besiegt. Ernsthaft? Schon wieder? Mhm. Du kennst deinen Auftrag. Schütze mich. Wunderarsch ist aufgeladen! Ihr wollt dunkel. Ich kann dunkel. Au, ziemlich doll. So, und er kann jetzt ein bisschen Lebensrauf auf alle Fälle gebrauchen. Ich weiß gar nicht, bringst du überhaupt irgendwas? Ein gründliches Fisting. Bonus! Juhu! Freunde wollen spielen. Ach, guck mal, die kommen sogar los, automatisch dazu. Und Kenny wieder voll auf die Fresse. Aber solange er noch Lebensraum hat, ist alles gut. Er blutet. Jetzt wird's lustig. Er hat Regeneration. Ich weiß gar nicht warum. 274, 206. 6, also den. Au, du ärgerst uns. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. So, die mal ausschalten. Jo. Schlag jetzt, kleiner Vampir, sammle deine Kraft.
Und das war's. Ich will nur tanzen und Spaß haben. Was kommt? Seid ihr bereit zu spielen? Was kommt denn jetzt? Oh Gott. Nein! Er ist in Karen gefahren! Oh, was geht hier ab? Denkt dran, ihr könnt sein, wer oder was ihr wollt. Raus aus Karens Körper, du Bastard! Helft mir, Kinder, die sind ignorant. Alter, wie viele noch? Okay, ich muss eindeutig ich auf ihn gehen. Viel lieber. Schaut mich an, ich bin süß und unschuldig. Alter. Satan sei euch gnädig. Leck mich am Arsch. So, unser Schild ist voll. Dann gehen wir mal aus Tyrion 1. Nein. Du hast nicht. Noch ein Wunderarsch, hä? Warum nicht? Wird langsam voll hier auf dem Feld. Pass auf. Machen wir den, würde ich sagen. Ja, ich mag die Offensive auch lieber. Karen, komm zu dir. Kämpf gegen Corey, heim an. Wie ignorant. Ich muss mal angreifen, wenn ich sie nicht können. Warte mal, ich stelle mich dann mal. Noch passiert uns hier nichts. Keine Gnade. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Du bist ein echter Miesepeter. Lebensraube ist super, Alter. Ich rufe hier früher mal auf, wenn du. Dass Corey Haim in deiner Schwester ist. Cartman, ich schwör's dir. In deiner Schwester vor allem. So, du darfst auch wieder einen direkten Angriff machen. Ja. Ach, scheiße. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Offensichtlich. Begrüß die Nacht. Die blocken jetzt alle. Ich rieche Blut. Siehst blass aus, auf die uncoole Art. Sei gewarnt, Sterblicher. Danke, dass ihr mich aufnehmt. Versuch einfach nicht zu sterben, okay? Die sind auf Block. Ich arbeite dran. So, gegen Michael bringt es nichts. Aber gegen die Blonde, gegen die andere hier auf der Seite. Das bringt es auf alle Fälle. Dann ist sie zumindest im nächsten Zug schon mal raus. Und dann sind wir auch schon wieder bald dran. Alter, ist ganz schön. Die Haut ist so hell und schön. Herausfordernd, ne? Kann ich hier hin, ja, ne? Ja, dann bin ich zumindest ein paar. 362 oder ich mache so ein. 471. Au! Ganz recht, Wunderarsch. Nutze die Wut. Hier dreht durch. Los, ihr Poser! Das würde ich durchaus als Problem bezeichnen. Wir haben noch gar keinen Schaden eingesteckt. Dann erstmal auf Mysterion. Ja, zur Hölle! Die ist raus. Eins fließt durch meine Adern. Und dann kommt er. Macht dann den. Nicht so wild, Kinder. Karen, gib ihm nicht deinen Verstand. Jo, das war's. Los. Ja, noch ein Feindfeld. Ah, ich hasse es. Hab ich gewonnen. Was ist passiert? Ja, ich hab gewonnen. Ich hab Corey Haim, a.k.a. Michael Jackson besiegt. Flankon mit Vampirtränen. Wichtiger Gegenstand. Berührung der Jugend. Und Rezept für Honigsuppe-Pillar wird. Juhu! Vampirkiller. Buja. Nein, ignorant! Da, wir haben den Mann gebrochen. Karen, bist du in Ordnung? Ich glaube
glaub schon. Ich habe Corey Haim in meinem Körper gespürt. Aber dann bin ich aufgewacht. Und jetzt sehe ich endlich, wie komplett verfickt lahm die Vamp-Kids sind. Oh Mann, sie ist wieder ein Mensch. Kommt, schauen wir uns die Puppenshow an. Wieso wollte ich jemals mit denen befreundet sein? Ich sag doch, die sind schwul. Was hat bei dir so lange gedauert? Ich wollte doch nur Freunde zum Spielen haben. Mein Bruder, er ist mein bester Freund. Aber er hat nie Zeit für mich. Oh, naja, ich werde mit ihm reden. Damit er mehr Zeit mit dir verbringt. Versprochen. Danke. Weißt du, wärst du Goth, wäre es dir egal, ob du Freunde hast. Echt? Was müsste ich denn tun, um Goth zu sein? Ganz einfach. Hat das nicht Spaß gemacht? Super coole Party, oder? Hier ein Geschenk für Nicht-Spielverderber und hier eins für dich und eins für dich. Willst du auch eins, junge Dame? Nein, danke. Geschenktaschen sind lahm. Immerhin ist sie kein Web. Nee, dafür aber ein Goss. So, wir haben Karen gerettet. Und ich glaube, das war's. Ja, mal gucken, wie oft sich das jetzt noch aktualisieren will. Konfrontiere Corey Haim, haben wir auch gemacht. So, jetzt kommt's. Ich wusste nicht, dass Corey Haim so ein Widerling ist, aber sein Talent kann man nicht abstreiten. Ja, das war aber nicht Corey Haim. Okay, wir sind durch. Wir haben jetzt noch DNA bekommen. Berührung der Jugend. Was ist es denn? Oh, Hirn und Mumm. Schön. Das hätte gut auf unser vorherigen, ich sag mal, Bild gepasst. Da hätten wir auch ein bisschen variieren können. Schönes Ding. Aber brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Aus Gründen. Und wir können Honigdingens irgendwas. Füllt die Ultimativanzeige. Heilt und verlangsamt ein Teammitglied. Füllt die Ultimativanzeige. Okay, haben wir 7 Stück von. Brauchen wir jetzt erstmal nichts von bauen. Ein Arschbau-Kostüm haben wir gefunden. Was machen wir denn jetzt? Mit ihr können wir noch ein Füllte machen. Ist das real? Das ist real. Geil. Karen. Das ist Kennys kleine Schwester. Sieht gar nicht so aus. Oh, jetzt kommt's. Hey Karen, ein Schutzengel hat mir gesagt, dass du einsam bist. Tut mir leid, lass uns öfter spielen. Ja, ich freue mich so. Sich freuen ist nicht Goth und spielen auch nicht. Henrietta. Die Geheimzutat der Sopalpias ist Charme. Hier gibt's gar keine Raben. Voll lahm. Endlich ist es vorbei. Okay, wir haben aber noch eine Sache, fehlt noch. Ein Fötelchen noch. Also wahrscheinlich mehrere, aber. Also, mal sehen. Eins auf jeden Fall. Geh weg. Für meinen nächsten Wunsch brauche ich echt viele Münzen. Ich wünschte, ich hätte mehr Münzen für den Wunschbrunnen. Habe ich keine Münzen? Inventar. Wir haben auch noch andere wichtige Gegenstände bekommen, oder? Hier. Konzentrierter Schmerz, geerntet von den Vampiren der Casa Bonita, versteckt die Dämonenkindkräfte um 25%. Okay. Was sonst? Coupons haben wir noch? Hier, Wunschbrunnenmünze, gefunden in den Tiefen des Casa Bonita Wunschbrunnens. Mit genug davon könnte man sich was echt krasses wünschen. Ich habe nur eine oder was? Das ist ja nicht so geil. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Oh, nein, lass mich. Ich will nicht. Ich würde sagen, das war's, ne? Ja, dann würde ich mal sagen. Dass wir uns unauffällig entfernen können, ne? Casa Bonita abgefrühstückt. Jetzt fehlt nur noch, wie ist der DLC? Gib mir den Crunch oder so. Danke, dass du Mysterion geholfen hast. Warte. Kenny, danke, dass du Mysterion geholfen hast, meine Schwester zu retten, Wunderarsch. Sie war an einem sehr dunklen und lahmen Ort. Angeblich.
Chiquita, bitte geh, alles tut weh. Ich gehe ja schon, ich bin ja schon auf dem Weg nach weg. Auf dem Weg nach weg, ja, guten Deutsch. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, zurück zu South Park. Fahren wir mal eben hin und dann... Ja, heißt es jetzt warten auf den nächsten DLC, ne? Der da... Oh, dein Team hat sich verändert. Achso, ja. Tschüss. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Ja, mir fehlt auch immer noch ein Yaoi oder mehrere. Ich weiß nicht genau, wie viele. Genau, bring den Crunch, heißt es. Und ist irgendwann 2018 erhältlich. Keiner weiß genau, warum. Wann? Nicht warum. Keiner weiß wann. Müsste ich vielleicht mal googeln, aber wenn es raus ist, hoffe ich, bekomme ich das auch mit und dann... Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Sehen wir uns da wieder. Da es jetzt nur ein DLC war, fehlt der Abspann. Deshalb würde ich sagen... Ja, die Credits haben wir schon gesehen, die muss ich jetzt nicht nochmal anmachen. Gehen wir mal schnell an unsere Truhe, holen da alles raus. Und das war's. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei South Park, The Fractured Butthole und bei dem DLC From Dusk Till Casa Bonita. Und ja, bis dann zur nächsten Folge im nächsten DLC. Ich werde dann jetzt wohl demnächst mal das Horizon DLC aufnehmen. Also sehen wir uns dann eventuell auch da wieder. Ansonsten God of War läuft noch und ja, schauen wir mal, was dann noch so kommt. Ne? Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis in einem neuen Let's Play, im nächsten Let's Play und tschüss. Oh, und ich bin der Mechaniker und ich bin natürlich raus. Tschüss.